Oh, sie steht hinter mir. Und wie sie hinter mir steht. Es war so klar. Ich glaube, ich war eingeschlafen. Schau einer an, wer sich zu uns gesellt hat. Wach auf und riech den beschissenen Kaffee, Zoe. Lucas. Geht's dir gut, Schatz? Der Sturm letzte Nacht hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Mir geht's gut. Ich hatte den seltsamsten Traum letzte Nacht. Da war dieses kleine Mädchen... Also nach dem Frühstück, werden Lucas und ich nachsehen, ob der Sturm Schäden angerichtet hat. Und ihr zwei solltet euch mal im Haus umsehen. Das ist eine gute Idee, Jack. Wisst ihr noch beim letzten Hurricane? Puh, da dachten wir hätten Glück gehabt. Und dann beim nächsten Regen, da hatten wir den Salat. Hallo, Schwester. Hallo? So beginnt Zoes einsamer Kampf. Sie wird ihre Tage damit verbringen, ihrer jetzt wahnsinnigen Familie zu entgehen, auf der Suche nach dem Serum aus Mias Brief. Die nächsten sind von dem mörderischen Festmahl der Familie gezeichnet und Evelyns Körper wird verfallen, während es Monate vorübergehen. Schließlich wird Zoe Ethan begegnen, ihrer besten Hoffnung, das Serum zu finden, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und der Horror nahm seinen Lauf. Ja, das war dann wohl das DLC Töchter, würde ich sagen. Wir sind ja relativ gut durchgekommen. Die Frage ist, ich glaube, wir gehen einfach noch einmal ganz kurz in Töchter rein, weil wir wenigstens noch einmal in die Schublade gucken wollen. Deswegen würde ich sagen... Wir machen das aber nochmal fix. Wir haben es zwar durchgespielt und es geht gleich mit den anderen vier Teilen weiter. Aber vorher wollen wir noch einmal ganz fix in die Schublade gucken. Wo war der Dietrich überhaupt? Das habe ich schon wieder ganz vergessen, ehrlich gesagt. Ach nee, ja, ich weiß es wieder, der lag unten. Können wir das... Sie kann es überspringen. Ja. Genau, das wollen wir. Wir wollen brauchen jetzt hier nicht noch. Sagen Sie nichts drüber. Länger verweilen. Mach auf! Hab noch eine. Ungewöhnlich. Es ist alles wieder so schön ruhig. Cool. Oh. Oh, sie ist so jung. Ja, wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Jawohl. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Ja. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas' altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension haben. Oh, ich komme da nicht durch. Das ist deine Chance, was? Bring sie ins Bett. Der ist, ich mache eine Suppe fertig. Mann. Eigentlich wollte ich nur eine Pension leiten. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Genau, Lucas. Entschuldige. Okay, wir gehen uns mal schnell den Dietrich holen. Das sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Ja. Genau, das war hier die Schublade. Zack. Ein Dietrich. Und raus hier. Und wir benutzen den Dietrich. Da könnte man sich schlimm dran schneiden. Wir gehen mal kurz Klamotten holen, würde ich sagen. Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Ja. Wir brauchen jetzt hier nichts anderes mehr angucken. Wir kennen das ja alles. Brauchen wir auch nicht mehr, da wir ja dann... Aber warte mal, dann kommen wir jetzt ja woanders raus, weil wir können ja nicht das Hunderevier finden. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Teil. Also ein zweites Ende wahrscheinlich. Ah, okay, dann werden wir uns wohl mal ganz schnell...
Da nicht, warte mal. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Ja, Daddy. Machen wir. Okay, wir können die Flasche noch nicht holen, aber wir können ihr hier schon mal Hallo sagen. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? Das kennst du doch schon, Zoe. Gut, wir Daddy? Laufen nach unten und gucken mal, ob wir die Flasche holen können. Ist der Strom ausgefallen? Hat ein Blitz eingeschlagen? Hier ist ja auch noch nichts. Was war das? Die Frage ist, wann können wir die Flasche holen? Können wir sie jetzt schon, wenn wir Lukas angesehen haben? Lukas? Oder? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Gut, die haben wir aktiviert, dass sie schon mal ins Bad geht. Was zum Teufel ist hier los? Wo laufe ich denn lang? Ich bin doch doof. Wir wollen hier hin. Okay, wir können sie noch nicht nehmen. Dann müssen wir wohl erst das Seil holen oder so. Okay, man kann also zwei Enden haben. Na gut, dann werden wir wohl... Mama, bist du das? Zoe, komm und schau. Immer schau noch ihre nicht Gabe die, immer noch nicht, immer noch nicht. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gegeben hat. Mama! Oh Gott! Küss mich, Liebster! Was zum Teufel? Geh zur Garage! Hol ein Seil! Und jetzt los! Okay, wir gehen ein Seil holen und gucken, wie Flasche kriegen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann anders runter. Familie und wir zu ihrer! Weg von mir, Frau! Weg! So. Zwing mich nicht zu was, das ich später bereue! Gut, ich mache wieder auf. Dauert immer ein bisschen. Unterwegs, Daddy. Das Seil haben wir schon mal, aber wir gehen noch mal ganz schnell gucken, ob wir die Flasche jetzt kriegen. Weil ich weiß sonst nicht, wie wir hier wieder hinkommen. Ach, sag mal. Ich laufe auch immer wieder falsch. Okay, wir können die Flasche immer noch nicht haben. Dann wahrscheinlich erst, wenn wir den Vater aktiviert haben. Oder so, gucken wir mal. Auf! Keine Sorge, es ist viel schlimmer als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Sie will, dass ich das mache. Ja, ich muss ihr zeigen, wie er geht. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich weiß. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Na toll. Daddy! Okay. Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage, hörst du? Geh weg! Ich tue dir gar nicht, was du sagst, du blöde Kind. Daddy! Hör auf! Bitte! Sie wartet auf dich. Okay, wir kommen nicht wieder runter. Wie schön. Daddy, was ist denn
los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Wir drücken auf Neustart, würde ich sagen. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Kriegst aber kein Seil, du blöder Daddy! Sack. Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage. Ich muss hier irgendwie raus. Kommen wir hier nicht weg, würde ich sagen, von hier oben. Das heißt, irgendeine Tür unten wird offen sein, wo wir durchkommen. Geh weg! Du kannst mich nicht aushalten! Hör auf! Klar kann ich das. Siehst du doch, wie ich das kann. Okay. Auf der anderen Seite war ja nichts. Das heißt, wir können eigentlich nur hier wieder lang. Können wir jetzt denn in die Kiste gucken? Also theoretisch wissen wir ja, was drin ist, aber Zoe ja nicht. Das ist Daddys Werkzeugkiste. Okay, wir können nicht reingucken. Na, hallo? Jetzt kommt gerade nicht zurück. Okay, gehen wir das mal hier beiseite drücken. Okay, jetzt sind wir hier. Unten. Ah ne, wir sind noch oben. Tränkt wohl gerade Lucas. Ich muss hier raus. Das heißt, jetzt sind wir unten. Und. Zoe! Wir sind unten und haben aber nicht den Schädel. Das heißt, wir müssen irgendwie anders nach unten kommen. Das heißt, irgendwo müssten wir jetzt ja dann gleich durchkommen. Familie geht vor, wie ich immer sage. Ja, sagst du das? Ich weiß ja nicht, ob ich da so zustimme. Okay, wir werden mal gucken, ob wir dann durch die Tür da kommen. Möglich ist es ja. Siehst du einsam, Zoe? Ich glaube, das ist aber von der anderen Seite schlauer. Das zu versuchen. Zoe, du machst mich noch wütend. Jetzt komm hierher. Zoe. Zoe möchte nicht zu dir, du blöde Kuh. Ich war zu stürmisch. Willst du dich mit deiner neuen Schwester spielen? Okay. Neustart, würde ich sagen. Ah, Mutti. Du bist echt eine. Zoe! Okay, irgendwie müssen wir also wieder... Ah, okay, sie geht da also automatisch hoch. Tschüss, Omutti. Sorry. Tut mir leid, ich weiß nicht was. Mit mir nicht stimmt. Mama. Geh bloß weg. Fass sie nicht an. Tu meiner Familie nichts. Ich verstehe nicht, Mama. Was ist los? Her! Nimm ihn! Nimm ihn! Geh!
dir. Tschüss, Mutti. Keine Sorge, Mama. Ich gehe Hilfe holen. Was haben wir gekriegt? Autoschlüssel. Sehr gut. Aber wir wollen die Flasche noch holen. Warum passiert das? Zoe! Gib ihn her! Zoe! Ich hab nach dir gesucht. Ich geh hier lang. Tschüss, Papa. Steht der Vater in der Ecke. Du bist nicht echt. Was soll das denn? Eieiei. Da steht aber der Vater in der Ecke. Daddy. Daddy hat gute Laune, würde ich sagen. Ich gehe mal kurz runter und schleiche mich hier mal so hin. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Die Bruchstelle ist zackig und verdammt scharf. Die Kanten sollte man besser nicht anfassen. Okay, wir können sie untersuchen. Können wir sie da irgendwie rauflegen? Also machen können wir sie mit so nicht. Anscheinend können wir sie da nicht. Können wir sie dann benutzen? Nein, okay. Gut, ich würde sagen, wir laufen einfach mal zur Garage. So schnell wir können. Wie schön, da bist du ja. Bin ich gar nicht. Blöder Sack. Oh, okay. Ich glaube, zur Garage zu kommen könnte schwierig werden. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ist das so? Die Arme. Aber die wir ja auch, also. Das wird nichts, er wird kommen. Hi. Komm schon. Geh auf, du Scheißteil. War fast klar. Das war's noch erwischt. Hör auf! Bitte! Ich hab dich. Nein! Ah, dafür ist die Flasche gut. So macht man das, wenn man jemanden kriegen will. Was? Okay, okay, wir haben Schlüssel. Komm schon. Komm schon. Was? Diese Verfickung verlässt uns? Willst du nicht deine kleine Schwester treffen? Jetzt bist du einfach unhöflich. Nein. Und ich hasse nichts. Mehr als Unhöflichkeit. Dies ist eine Möglichkeit, wie Zoes Kampf hätte ausgehen können. Aber selbst ein einziger abweichender Schritt kann manchmal alles verändern.
Sie konnten Zoe nicht zum wahren Pfad führen. Aber, also eigentlich konnten wir das schon, denn wir haben das andere Ende ja auch gesehen. Sehr schön, sehr schön. Und damit haben wir Töchter beendet. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns an einem von den nächsten hier. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao.